gebe ich ihm wieder das Münzamulett und ich gebe Vamp den Ningenskirchen, den EP-Teiler. Weil diese nette Fledermaus-Dame benutze ich leider nicht so oft in den Kämpfen. Was eigentlich dumm ist. So dumm. So dumm. Nun gut. Ey, wie war's mit einem Wettrennen? Ja, kommt mir sehr gelegen. Ich hab's eh eilig. Sagen wir, wir wetten um 0 Mark. Um 0 Pfennige. Ein Smogon. Ich bin ja noch so am Überlegen, ob ich Dragoran eventuell die Attacke Drakometeor beibringe, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Weil eigentlich bin ich mit seinem Moveset doch relativ zufrieden, muss ich gestehen. Hoppala. Da muss man ja echt Obacht geben. Schmockmock. Dann soll mal der Schmockmock hierher kommen. Bitte. Und dann setzen wir nochmal eine Windhose ein. Eine Windhose. Die ist immer gut. Bada boom, bada bam, bada bow. Was? Doppelschlag oder was? Ich hab gerade echt nicht aufgepasst, was er eingesetzt hat. Scheiße. Aber gut, nur das erste war ein Volltreffer und so viel Schaden hat es jetzt auch nicht gemacht. Ich meine, die 22 kann ich verkraften. Kann man verkraften, meine lieben Freunde. Bam. Magmar. Ey, das sag ich doch, mit seinem Moveset bin ich echt zufrieden. Ich meine jetzt mit Nassschweif. Ich wollte gerade Nassschweiß. Mit Nassschweiß. Nein! Nassschweif. Nassschweif. Hat er jetzt keine Probleme, dieses Magma außer Gefecht zu setzen. Wunderbar. Hector wurde besiegt. Super. Super. Ich danke super. Ey, Runde von der Straße. Dann sind wir hier in Friesland, oder was? Moin, deine Maschine, die du da hast. Das ist ein Drahtesel. Der ist überhaupt nicht schlaf, oder was? Keine Ahnung. So, was haben wir da? Eine Viper und einen kleinen Skorpion. Einen kleinen Skorpion. Hat Vipetis echt so ausgesehen damals? Kann ich mich echt nicht erinnern. Ich kann mich an sich kaum mehr erinnern. Ich meine, das letzte Mal, wie ich noch gespielt da hatte ich dieses Mikrofon. Okay, ich höre auf damit. Nee, also wenn mal mehrere Leute da sind, dann also wenn wir halt mal zu Mehrtier an meinem vor meinem Rechner sitzen, kommt auch mal das hier wieder zum Einsatz, weil bei dem hier, da sprichst du von oben rein. Und da kannst du das eigentlich vergessen, dass da mehrere Leute gleichzeitig, also zwei Leute eventuell schon noch, wenn einer hier und einer da sitzt, das könnte eventuell noch gehen. Aber ab drei Leuten, dann wird es dann schon wieder schwierig. Vor allem, wenn wir dann mal da hinten auf dem Sofa mal vielleicht sitzen und eine Runde Mario Party gemeinsam aufnehmen. Habe ich eh vor. Eventuell kann ich da ein paar Kumpels zu überreden oder Joker und seine Bande. Die Echtso-Bande kommt mal zu uns. Nein, nicht wegen dem YouTuber Echtso. Wir heißen schon länger als der Typ so. Kleine Büchse da. Was habe ich gesagt? Rowdy Manuel. Ein Magma. Da haben wir es schon wieder. Da. Genau da. Ein Nassschweif. Wunderbar. Tschüss. So. Noch ein Magma. Naja. Die fahren heiße Kisten, morgens auch heiße Pokémon, ne? Nun, gut.
dann würde ich mal sagen. Geil. Oh, Scheiße, es brennt. Scheiße, was passiert hier? Du bist so stark, wie du aussiehst. Dankeschön, Dankeschön. Ah, ich fühle mich geehrt. Ich brauche das da, um mein Bike aufzumotzen. Edle Spende, bitte. Eine Spende. Nein, ich schneide nicht dieses Video von dieser Frau in der Berliner S-Bahn, die dann da im Bechung. Ja, Spende. Massschweif. Und sehr effektiv, so mag ich das. Verbrennung schadet Wurmski. Tentoxa. Scheiß drauf. Auch wenn ich gegen das Viech keine effektiven Attacken habe, ich kann es dennoch mal paralysieren und mir so eventuell ein kleines bisschen Vorteil aus der Situation, aus der allgemeinen Situation zu holen. Scheiße, das war eher ein Nachteil. Nun gut, Windhose. Aber mit einer Windhose sollte sich das hier schnell erledigt haben. That was he said. That was... Ah, genau. That what he said. Wir wollen hier, wenn dann, schon richtig reden, wenn wir solche Meme-Sprüche benutzen. Ja. Ah. Also schön. Eine neue Runde Windhose, bitte. Jetzt kriege ich langsam Angst um dich, Wurmi. Jetzt bin ich langsam ängstlich um dich. Tschüss! Ja? Zu früh gefreut. Oh ja, da hast recht. Naja. Ich habe schon gehofft. Vroom, vroom. Nein. Ah, nee. Nein. Na, wie findest du meine Soundeffekte? Ach, den Soundeffekten gebe ich mal 2,5, 3. 3 von 5 Gläsern breitsamer Kastanienhonig. Das ist noch verbesserungsfähig, wenn du mich fragst. Wie heißt du nochmal? Keine Ahnung. Mann, Regie, ihr sollt euch doch hier... Nein, ich bin nicht gut. Aber ich habe hier sowas, das ähnlich wie ein Streaming-Deck ausschaut. Hat das kleine Mistviech Erholung gesetzt? Scheiße. Wurmi. Oh. Okay. Okay, alles cool. Battery! Nein, ich will keine Top-Genesung, aber bei Status Heilmitteln sind wir richtig. Zumindest sag ich das. Und wenn ich das sage, dann hab ich auch recht. So. Juwelenkraft dürfte ausreichen. Boom, Baby. Hab ich's dir jetzt gezeigt, oder was? Und mir erhält 298 Punkte Batterie und Vamp erhält das Doppelte, ein Merrill. Komm, lass mal dich jetzt schon mal, wenn du schon mal hier bist.
Auch wenn du eh jetzt schon der am höchsten Gelevelte bist. Aber Meryl bietet sich halt an. Nee, dann habe ich eventuell meinen Ansporn, auch die unter 58 sind, zu trainieren. Also unter Level 58, nicht Jahre. Jetzt bin ich aus der Puste. Ob ich alle Rematches mache, weil die, wo deine Handynummer haben wollen, können dich zu einem Rematch herausfordern. Bin ich mir nicht sicher, ob ich die mache. Komm, du noch. Du noch, Bruder. Wir sind die furchtlosen Helden des Radweges. Und ich bin der furchtlose kleine Junge aus der Johto-Region. Freut mich. So, Wurmi ist leicht angeschlagen, das macht aber nichts. Denn nach diesem Kampf bekommst du ein wohlverdientes Level Up. Dann bist du der Letzte, der auf Level 57 kommt. Wenn ich mich nicht irre. So, wie heißt du nochmal? Fridolin. Na, endlich mal wieder ein verhältnismäßig normaler Name. Gut, auf die anderen habe ich jetzt nicht so geachtet, wenn ich ehrlich bin. Aber, Rabarber. Verhältnismäßig bei dem, was wir heute schon gelesen haben. Geht Fridolin eigentlich klar? Fridolin ist wirklich ein in Ordnunger Name. Ein Name, der in Ordnung ist. So. Dezentrum zum Denken einschalten und nicht nur zum Brabbeln von irgendwelchem Blödsinn. Level 57. Ach, Glutexo. Oh, hier. Wieder ein Fall für den Nassschweif. Nassschweif. Nicht Nassschweiß. Und erst recht nicht Nassschweiß. Ach, Gott, oh 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 Gott. Also, das ist sehr effektiv. Damit bist du Geschichte. Rowdy Fridolin. Ah, wie gewonnen, so zerronnen. Ich bin langsam so am Überlegen, ob ich vor dem... Ich glaube... Nee. Der Radweg ist eine Abkürzung nach Prismania City. Also was ich vorhabe, ich will ja erst einmal hier noch die Kanto-Orden sammeln. Jetzt frage ich mich dann, wie mache ich weiter? Mache ich mit die Wander-Pokémon weiter? Dann die Ingame-Events? Und dann den anderen Scheiß? Weil es gibt noch einiges zu tun eigentlich. Also ich bin mir sicher, dieses Projekt wird länger als 100 Folgen in Anspruch nehmen. Weil ich will es schon ausführlich machen. Auch hier Rematches gegen die Arena-Leiter, wo man nur unter besonderen Umständen die Telefonnummer bekommt. Und eventuell will ich die auch alle in ein großes Video packen. Also alle 16 Arena-Leiter von Violet City bis Virginia City. Egon sagt uff. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Überhaupt nicht. Genauso wenig, dass ich diesem Pokémon hier begegne, welches einer brennenden Nacktschnecke gleicht. Was rede ich da? Dude! Wenn du Pokémon suchst, musst du ins hohe Gras gehen. Der Rest ergibt sich von allein. Oh Gott, ich glaube, für die nächsten Folgen werde ich mir tatsächlich mal eventuell einen Gast herbeiholen, weil, na gut, nächste Folge mache ich hier die
Arena, das dürfte noch klar gehen. Aber danach haben wir erstmal wieder eine sehr lange Rude bis Lavender Town. Also von da unten nach da oben. Na, von euch. Von da unten nach da oben. Irgendwie halt, ne? Denn ihr wisst ja hier, ne? Hier geht's nicht um das oder das, sondern hier geht's um das! Danke, mein kleiner gelber Schwamm. Oh, Dottri. Dottri. Mein alter Freund, ich bin's, Michael. Aufruhr. Ich mach dir gleich einen Aufruhr. Dottri macht einen Aufruhr. Nun gut, dann setzt du noch einmal deine Windhose ein. Sorry, Mikro. Und dann werden wir tatsächlich mal weiterschauen. Denn... Oh, der hat noch einen Dodo. Ein duseliger, flugunfähiger Vogel. Ach nee, warte. Das war ja Bortogel. Aber dieser duselige Vogel kann auch nicht fliegen. Marisa, erkläre mir das mal. Wer weiß, wen ich da gerade nachgemacht habe? Schreibt's in die Kommentare. Der, wo richtig liegt, bekommt einen Keks. So, Frank, der Vogelfänger. Nicht Vogelfänger, Funk. Ist Funk Royal wohl auch in dem Spiel? Fuchsiania City. Nee, Fuchsiania City. Ich habe immer Fuchsiania City gesagt. So, dann gehen wir mal hier rein. Und heilen unsere Pokémon. Nächste Folge. Schauen wir uns die Stadt an. Gehen in die Arena. Und ich gehe jetzt und sage, schön gemacht. Das war's. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.